verbraucht. Smart, visionär, kompetent. Du hast einen sehr warmen Empfang vom CEO, von Marc Lüthi. Welches Attribut hat dir am besten gefallen von ihm? Ich glaube, alle zusammen miteinander. Ich glaube, all die Attribute, die er genannt hat, die miteinander, ist das, was mich ausmacht. Und das hat mich natürlich unglaublich gefreut. Es war nicht nur der Applaus sehr warm, er ist auch heftig ausgefallen. Du hast extrem viele Reaktionen bekommen. Das Telefon sagt dem Vernehmen nach fast explodiert. Ist das so? Kannst du das bestätigen? Ja, es war also wirklich extrem, das Echo, das das gegeben hat, nach meiner Bekanntgabe als GM. Es ist, ich konnte mich ein bisschen zurückversetzen zu dazu mal, wo wir in Sochi Olympiamedaillen geholt haben. Dort war es so ein bisschen ähnlich. Unglaublich viele Nachrichten bekommen, unglaublich viele Telefonanrufe. Und jetzt war es so ein ähnlicher Ablauf. Jetzt, wenn in einem anderen Wirtschaftszweig, in einer anderen Branche, eine Frau an so eine Position kommt, dann gibt es knapp ein Wimpernzucken. Jetzt im Eishockey hat das riesige Wellen ausgelöst. Was sagt ihr das, wenn du das ein bisschen vergleichst? Ja, es ist natürlich schon so, dass wir im Eishockey, aber speziell im Sport, weltweit noch nicht so weit sind, was Frauen in Führungspositionen anbelangt. Dort sind wir ein bisschen am Hinterherhinken. Und ich sage jetzt, dass ich jetzt den Job bekommen habe, ist mal ein erster Schritt. Das Wichtigste ist aber gleichzeitig, dass ich nicht die Letzte bin. Du hast auch gesagt, du hast dich unter Kolumnistinnen gemischt für ein Zeitchen. Dort hast du mal irgendwann geschrieben, du willst dir eine Art wie einen Mentor zulegen in der NHL, wenn ich das richtig interpretiert habe. Kannst du uns da ein bisschen näher ausführen? Erstmal, wie weit das ist in dem Prozess und wieso dass du auf so eine Idee gekommen bist? Das war für mich sehr ungewöhnlich. Ja, es ist natürlich von den besten Lernen. Die haben dort unglaublich viel Erfahrung, deutlich mehr Erfahrung als ich kann. Und mir war es wichtig, jemanden zu haben, wo ich weiss, ich kann immer Fragen stellen. Ich bin jetzt so weit, dass ich in der Schweiz ein paar habe, wo ich weiss, hey, denen kann ich anrufen, kann ich Fragen stellen und komme dort dann auch eine ehrliche Antwort über. Und das ist unglaublich wichtig. In der NHL bin ich jetzt natürlich dran, aber das ist etwas, das entwickelt sich nicht echt von heute auf morgen mit einmal Fragen, sondern das ist wirklich wie eine Beziehung aufbauen. Und das ist für mich unglaublich wichtig, weil ich habe nie ausgelernt. Jeden Tag möchte ich mehr dazulernen. Und ich scheue auch nicht zurück, zum Fragen stellen, wenn ich etwas nicht weiss. Jetzt haben wir jemanden, der dich auch verfolgt hat in den letzten Jahren, sehr genau. Er hat nicht eine Frage, sondern er hat eine Mitteilung für dich. Jetzt müssen wir schnell schauen, dass wir das runterrufen können. Florence, hoi, ich hoffe, es geht dir gut. Sportchef in Bern. Das ist einer der herausforderndsten, aber auch attraktivsten Jobs, Sportmanagement-Jobs, sogar in ganz Europa. Ist eine Sportstadt, sind erfolgsverwöhnt im Fußball wie auch im Hockey in den letzten paar Jahren. Haben ganz viele Titel gesammelt und können dort hineingehen und etwas aufbauen mit einer Strategie. Ist super herausfordernd. Aber du wirst das packen, wenn du die Stellenbeschreibung von einem Sportchef unserer Liga anschaust. Gibt es keinen einzigen Punkt, den du nicht kannst. Und ich bin überzeugt, das wirst du gut machen. Die Herausforderung wird sicher sein, vor allem mit der Erwartungshaltung in dieser grossen Stadt zu reagieren, darauf zu sein, auf Niederlagen. Jede Mannschaft, jede Organisation macht Phasen durch, wo man mehr verliert, als man gewinnt. Und dort können stabil bleiben, breite Schultern haben, starken Rücken, Rückhalt im Management. Und die Strategie weiter verfolgen, vielleicht mal ein bisschen anpassen. Das wird sicher eine grosse Challenge sein für dich. Aber das packst du mit links. Toi, toi, toi. Wenn du ihn siehst, was löst das aus bei dir? Und ihn hörst vor allem? Ja, sehr viel natürlich. Er kennt mich schon seit einigen Jahren. Einerseits von der Nationalmannschaft haben wir sehr eng miteinander zusammengearbeitet, viel Austausch gehabt. Ich habe ihn jetzt natürlich auch vorläufig schon informiert. Als ich den Job hier bekommen habe, war es mir wichtig, dass er es vor den Medien erfährt.
Und dann dort wirklich die Verbindung können mit ihm aufbauen. Er ist unter anderem auch einer von denen, wo ich weiss, wo ich immer anrufen kann, wo ich Fragen stellen kann und immer eine gute Antwort bekomme. Reto Raffainer hat es angesprochen, du bist 31 und bist jetzt auf einen ganz heissen Stuhl gestiegen. Da gibt es ganz viele Leute, die vielleicht einen Bogen drumherum machen, du nicht. Was gibt dir Gewissheit oder was gibt dir die Überzeugung, dass du eben diesen Herausforderungen wirst standhalten und dass du die auch wirst meistern? Ja, für mich ist es natürlich einfach wichtig, dass ich die Herausforderung angenommen habe, weil ich hätte wahrscheinlich tausende Ausreden gehabt, wieso ich das nicht machen würde. Aber gleichzeitig, wenn ich jetzt das nicht gemacht hätte, hätte ich nie gewusst gehabt, hätte ich erfolgreich sein oder nicht. Jetzt habe ich den Job angenommen. Es ist unglaublich hart, es ist eine riesige Herausforderung, aber es ist ein Prozess, wo ich auch drin wachsen, mich weiterentwickeln können. Und hoffentlich schaffe ich, dass ich auch die Organisation so mitziehen kann und meine Visionen, die ich kann umsetzen kann. Du nimmst es vorweg, Visionen. Du hast 8 Jahre im Ausland verbracht, hast sehr viel aufschnappen, aufatmen, reinsaugen. Was soll von der Florence Schelling einflüssen? In welcher Form sehen wir dich da wieder in dem Projekt, das du jetzt angetreten hast? Ja, eben, du hast es jetzt gerade gesagt, ich habe unglaublich viel Erfahrung auch vom Ausland, die ich reinnehmen kann. Ich bin selber in Zürich in einer grossen Organisation aufgewachsen und sehr viel Positives gesehen. Jetzt geht es wirklich darum, ich bin hier zum SCB gekommen, in einer Krisensituation, was natürlich extrem schwierig ist, um auch vorausschauen, weil natürlich ist man im Hier und Jetzt und man weiss zum Teil fast nicht, was wird morgen sein und darum bin ich jetzt dort noch sehr zurückhaltend, wo ich sage, okay, jetzt müssen wir zuerst die Krisen überwinden und eigentlich das Beste aus der jetzigen Corona-Situation rausholen, damit wir dann trotzdem können spielen und miteinander Erfolg haben. Das ist absolute Priorität. Und dann natürlich hoffentlich, wenn dann Corona in näherer Zeit vielleicht hoffentlich kein Thema wird sein, dann kann man auf jeden Fall wieder mal ein bisschen mehr nach vorne schauen, ein bisschen visionärer denken. Sprichst du es an, es gibt einfachere Zeitpunkte, zu so einer Challenge anzutreten. Wie sehr beeinträchtigt dich das, was jetzt rundherum passiert? Die Welt steht Kopf, das Virus legt wirklich weite Teile lahm. Was heisst das für dich im Alltag? Es ist unglaublich schwierig. Es gibt Tage, wo ich zum Teil das Gefühl habe, ich weiss gar nicht, wie ein normaler Alltag als GM aussieht, weil für mich ist jetzt jeder Tag hat irgendetwas mit Corona zu tun. Und das tut natürlich meinen Job beeinflussen. Gleichzeitig sehe ich die ganze Situation jetzt für mich persönlich als etwas sehr Positives, weil egal was kommt, es ist etwas Neues für alle. Es ist nicht, dass irgendjemand einen Vorsprung hätte mir gegenüber, sondern es ist wirklich neu für alle und wir können als Organisation so näher zusammenstehen, natürlich immer noch mit Social Distancing, aber so näher zusammenstehen und wirklich Entscheidungen miteinander fällen, die nachher Auswirkungen haben auf die ganze Organisation. Du sitzt quasi im Kommandoraum, da kommst du hautnah mit über, was für Ängste, was für Nöte die Situation auslöst. Läuft dir ab und zu mal einen kalten Schauer den Rücken ab? Ja, natürlich. Das ist effektiv so, dass man wirklich mal ein bisschen ins Zittern kommt, wo man einfach sagt, ja, wie kommt man aus dieser Situation wieder raus? Wann nimmt das ein Ende? Und das ist nach wie vor ein unglaublich grosses Thema. Man sieht kein Ende, man weiß nicht so recht, wird das jetzt etwas sein, das jetzt uns im Eishockey auf diese Saison wird beschäftigen oder wird das auch noch die kommenden Saisons uns beschäftigen? Wird das Eishockey völlig oder die ganze Experience, die man hat mit dem Eishockey schauen, ist das etwas, wo für den Rest des Lebens eigentlich verändert wird? Das sind natürlich unglaublich grosse Fragen und natürlich hat da stand jetzt niemand eine Antwort drauf und mit dem können umgehen ist extrem schwierig.
Jetzt hat der SCB einen Verlust bekannt geben, das erste Mal seit 20 Jahren. Und man kann glaube ich, sagen, das hat der Marc Lüthi ja schon ähnlich bestätigt, das ist eine der heikelsten Situationen seit dem Fastkollaps 1998. Wenn du das alles anschaust, musst du da manchmal Schritt für Schritt wieder nehmen? Oder ist es nötig, dass man das grosse ganze Bild im Kopf hat, wo man sich drin bewegt? Es ist beides extrem wichtig. Also eben einerseits, dass man immer das ganze Bild sieht, weil was wir in gewissen Sachen, Entscheidungen, die wir in gewissen Bereichen fällen, die haben natürlich dann auch Einfluss auf andere Bereiche in der ganzen Organisation. Das darf man nie vergessen. Gleichzeitig geht es halt wirklich darum, einmal wirklich Tag für Tag zu schauen, wie entwickelt es sich, wo kann man noch optimieren, wo kann man etwas verändern oder wo muss man etwas verändern. Und das ist wirklich eine Sache, kann man fast nur Tag zu Tag nehmen. Es hat einen Moment gegeben, vor mehr als einem Jahr, wo dann plötzlich auch nur noch hast können von Tag zu Tag planen, ein Skiunfall, der dein Leben wie verändert hat? Komplett verändert hat. Es ist wirklich, ich habe vor meinem Skiunfall habe ich ein Leben geführt auf der Überholspur. Also ich habe studiert, ich habe gearbeitet, ich habe Eishockey gespielt. Ich habe fast jede Sekunde in meinem Tag ist geplant. Ich wusste, dann mache ich das, dann mache ich das, dann treffe ich mich mit meiner Familie, dann mit Kollegen, dann muss ich Hausaufgaben machen und so weiter. Alles war geplant. Und das Leben hat mir so unglaublich gut gefallen. Das ist so bin ich und das war alles super. Und dann ist natürlich von der einen auf die andere Sekunde hat das eine Wende genommen. Nachdem ich mir das Knie gebrochen hatte, bin ich einfach mal im Bett gelegen, habe mich kaum können bewegen. Und dort geht natürlich extrem viel einem durch den Kopf durch. Geht natürlich sehr viel um die Vergangenheit, die Verarbeitung von Ereignissen, die in meinem Leben passiert sind und so weiter. Und das war sehr eine intensive Zeit gewesen, sehr schwierig gewesen. Gleichzeitig hat mir das aber auch sehr gut getan. Halt wirklich mal Timeout und jetzt einfach mal wirklich mich mit mir selber zu befassen. Und dann die ganze Vergangenheit eigentlich zu verarbeiten und jetzt in die Zukunft zu schauen. Das hat mich ja, so verändert. Wie weit bist du auf dem Weg zurück zur Normalität? Ich habe unglaublich Fortschritt gemacht. Für mich bin ich aber noch sehr weit weg. Für mich eben, es kann nicht genug schnell gehen. Jetzt bin ich 1,5 Jahre nach dem Skiunfall und bin auf 80% arbeiten, die ich kann. Ich gehe nach wie vor in Therapie. Das haben wir gerade diese Woche gesagt, jetzt versuchen wir mal den Schritt von zweimal in der Woche in Therapie gehen, nur noch auf einmal in der Woche zu gehen. Das ist jetzt mal so ein Abtasten, ist das funktioniert das nicht. Von mir aus gesehen wäre ich am liebsten schon seit einem Jahr wieder auf 100% oder sogar noch mehr als 100%. Aber dort muss ich halt einfach auch immer wieder zurückschauen, zu was hätte ich sein können und dann halt mir die Zeit nehmen, die ich brauche, um wirklich wieder ganz gesund zu werden. Wenn du all die Gesichtspunkte anschaust, du hast eine riesige Challenge jetzt vor dir. Es ist eine Corona-Situation, plus bist du auf dem Weg zurück von einem Ereignis, das dein Leben verändert hat. Hast du manchmal nicht ein Mulmig, sondern schaust manchmal mit einer gewissen Skepsis vielleicht auch führen oder mit einem gewissen Respekt vor all den Sachen, die noch auf dich zukommen. Weil du hast ja gesagt, du bist jemand, der gerne dann auch führen schaut und nicht mehr ewig zurück. Mhm. Ist das manchmal so wie ein bisschen, was kommt da noch alles? Ja, also was kommt da noch alles? Ich sage jetzt mal von meiner Gesundheit her, ist der Job ist ein Segen gewesen. Also ich musste mich dort wirklich auch wieder selber pushen, um gewisse Sachen zu machen, die völlig außerhalb meiner Komfortzone waren. Und das hat mir natürlich gesundheitlich hat mir das einen riesen Schub nach vorne gebracht. In gewissen Sachen, in anderen Sachen, musste ich dort natürlich dann wie noch mehr müssen darauf achten, weil das dann einfach nicht mehr funktioniert hat, weil es wie schon schnell zu viel war. Aber das haben wir mittlerweile sehr gut unter Kontrolle bekommen. Und natürlich jetzt in dieser ganzen Situation, ich weiss nicht, was noch alles wird auf mich zukommen, aber Stand jetzt ist, dass ich schon seit 5 Monaten da bin.
und den Job mache und ich merke, wie es stetig vorwärts geht, dass auch Veränderungen, die kommen oder Challenges, die auf mich zukommen, Corona-bedingt oder sonst, dass ich das immer und immer besser handeln kann. Halt auch, weil ich die Organisation immer wie besser kenne. Und dann macht das Ganze für mich, ja, ist es nicht so, oh, was kommt jetzt noch in der nächsten Zeit auf mich zu, sondern einfach, ich nehme es so, wie es wird kommen und dann versuche ich natürlich so schnell wie möglich und so gut wie möglich auf die wechselnden Situationen können zu reagieren. Wie gross denkt Florence Schelling in dem Fall schon wieder? ich denke gross, das bin ich. Ich will in die Zukunft schauen und Visionen und so, aber gleichzeitig muss ich mich dort dann auch wieder selber ein bisschen zurücknehmen und halt wirklich sagen, schau, jetzt sind wir sind in einer Krisensituation drin und jetzt geht es wirklich darum, einfach das Beste zu machen und meine ganze Energie, die ich habe, mich dem zu widmen, dass wir so eigentlich so gut wie möglich aus dem rauskommen.